Michael Kramer ist der neue starke Mann bei Rapid und der 53-Jährige hat hohe Ziele. Als erstes soll ein Nachfolger für den scheidenden Sportdirektor Helmut Schulte gefunden werden. Der derzeitige Sportdirektor gibt das Modell vor und sowas würde man gern wieder finden. Vielleicht können wir ihn morgen überreden. Nein, das wird uns nicht gelingen, er ist deutscher und sehr konsequent in seinen Entscheidungen. Aber die Internationalität ist uns sehr, sehr wichtig, weil wir wollen auch durch Kooperationen internationale Talente nach Österreich holen, zu Rapid holen. Talente, die Rapid mittelfristig wieder zu einer festen europäischen Größe machen. Für Kramer hat das oberste Priorität. Das wichtigste Ziel ist immer der sportliche Erfolg. Und wir haben das für uns so definiert, dass wir die mittelfristige Vision haben, Rapid unter den Top 50 Europas zu etablieren. Rapid ist der einzige Verein in Österreich, der wirklich Europa- und Weltgeltung hat. Und dort muss es unser Ziel sein, Rapid wieder hinzubringen. Der neue Präsident lässt auch in der Stadionthematik keine Frage offen. Kramer bekennt sich zu den Wurzeln Rapids und möchte einen Stadionneubau. Rapid ist Hütteldorf und Rapid soll in Hütteldorf bleiben und dort soll ein neues Stadion entstehen. Dafür arbeitet das jetzt gewählte Präsidium zu 100%. Wir können nicht zu 100% garantieren, dass es sich ausgeht, aber die nächsten Tage und Wochen stehen unter dem Zeichen, Voraussetzungen dafür schaffen, die Planung abschließen. Zudem sollen in den nächsten 2 Jahren 10.000 neue Mitglieder dazugewonnen werden. Kramer hat Visionen. Rapid soll wieder zum österreichischen Vorzeigeverein werden.